Du willst nicht völlig unwissend und unvorbereitet in das erste Semester starten. Glücklicherweise muss das Rad nicht immer neu erfunden werden. Es waren bereits viele Menschen in derselben Situation und stellen sich dieselben Fragen. Hier sind 5 Tipps und Tricks aus der Lebenswelt von Studierenden der TU Graz. Zu Beginn ist eine gewisse Überforderung normal. Konzentriere dich auf das Wesentliche, beispielsweise auf die jeweiligen STEOP-Lehrveranstaltungen und auf deine persönliche Weiterentwicklung. Das Studium ist lang und deshalb musst du nicht alles bereits im ersten Semester wissen und können. Nutze aber alle Angebote, die dir den Einstieg erleichtern, seien es die Welcome Days, gezielte Vorbereitungskurse wie der Informatik-Fit oder Mathematik-Fit-MOOC, das erstsemestrige Tutorium oder die folgenden Tipps und Tricks. Ein wesentlicher Aspekt des Studierens sind deine StudienkollegInnen. Viele Übungen werden in Gruppen absolviert und so manche Freundschaft, die im ersten Semester geknüpft wurde, besteht über das Studium hinaus. Verhaute Prüfungen, verpasste Deadlines oder einfach nur ein kurzer Rant zwischendurch. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Andersrum ist in der Informatik Teamwork gefragt. Komplexe Aufgaben lassen sich im Team einfacher lösen und jeder profitiert davon. Scheue dich also nicht, im ersten Semester Kontakte zu knüpfen, egal ob in der Vorlesung oder bei einem gemütlichen Bier auf einem Unifest. Gut geplant ist halb gewonnen. Gerade in der IT ist effizientes Arbeiten entscheidend und auch du kannst dir mit einer strukturierten und ordentlichen Arbeitsweise viel Zeit und Nerven sparen. Ein wesentlicher Teil davon ist eine gute Organisation. Nutze die Möglichkeiten der Informatik für dich und synchronisiere beispielsweise alle deine Daten in einer Cloud, damit du auf diese immer zugreifen kannst. Organisiere deine Termine in einem Online-Kalender, wie beispielsweise dem Google- oder Apple-Kalender, oder nutze die Studo-App, eine All-in-One-Lösung für Universitäten. Schreibe dir bei der Gelegenheit gleich eine Taskliste, zum Beispiel über eine App, und lass dich automatisch an Deadlines erinnern. Um den Überblick über dein Studium zu behalten und die Semester zu planen, kannst du auf eine klassische Excel-Tabelle zurückgreifen oder ein Tool wie zum Beispiel Trello nutzen. Die Vernetzung mit KollegInnen läuft häufig über Discord, damit kann einer gemeinsamen Programmiersession auch nichts mehr im Wege stehen. Außerdem ist es wichtig, gleich zu Beginn sauber zu arbeiten, das heißt Dateien und Ordner ordentlich zu benennen, strukturiert vorzugehen und insbesondere beim Programmieren schönen, sauberen Code zu produzieren, der auch einige Kommentare enthält. Der extra Aufwand zu Beginn wird sich hinterher 1000-mal lohnen, versprochen. Nicht alle Menschen können nach der gleichen Methode gleich gut lernen. Daher ist es wichtig, die für dich passenden Strategien zu finden. Ein paar bewährte Strategien gibt es aber dennoch. Trial and Error bedeutet in der Informatik ein ständiges Ausprobieren, Scheitern und von vorne beginnen. Fehlermeldungen und Abstürze sind dabei gar nichts Schlimmes, sondern nützliche Lernmomente. Häufig erscheinen informatische Probleme riesig und ultrakomplex. Dabei lassen sich diese immer in kleinere Teilprobleme zerlegen und erscheinen dann beherrschbar. Divide and conquer. Bevor du also verzweifelst, halte kurz inne, zerlege die Aufgaben in kleinere Teile und probiere es einfach erneut. Logischerweise bietet das Internet viele nützliche Quellen, um dir Wissen anzueignen und Dinge nachzulesen. Die besten InformatikerInnen sind jene, die wissen, wo sie die benötigten Informationen bekommen. Lerne also mit Tutorials, beispielsweise auf YouTube, und lerne mit Dokumentationen von Programmiersprachen oder Software umzugehen. So ziemlich jedes Problem, auf das du stoßen wirst, hatte schon jemand vor dir. Nutze also Suchmaschinen bzw. die Developer-Bibel Stack Overflow, um einen Lösungsansatz für dein Problem zu finden. Oder frage ganz klassisch bei deinen Tutorinnen oder KollegInnen nach. Wer Computerwissenschaft betreibt, braucht vor allem eines. Richtig, einen Computer. Ohne ein gutes Arbeitsgerät macht Programmieren und Studieren nur halb so viel Spaß. Wenn du die Möglichkeit hast, dann investiere gleich zu Beginn in ein leistungsfähiges Arbeitsgerät. Viele große Hersteller bieten Aktionen und Rabatte für Studierende an. Eine andere Möglichkeit bietet die U-Book-Aktion, bei der du zu Beginn jedes Semesters ausgewählte Geräte bekannter Hersteller zu einem angemessenen Preis angeboten bekommst. Die zwei verbreitetsten Betriebssysteme sind dabei Mac OS und Windows, welche für viele IT-lerInnen die Basis bilden und gleichermaßen für das Studium geeignet sind. Die jeweiligen Fandoms werden sich dabei gegenseitig widersprechen. Nicht zu unterschätzen ist insbesondere im technischen Bereich aber Unix bzw. Linux.
welches dir in der einen oder anderen Form im Bereich der IT-Sicherheit begegnen wird. Viele greifen daher auf einen Toolboot mit einer Linux-Distro oder auf eine virtuelle Maschine zurück, um über zwei Betriebssysteme auf einem Gerät zu verfügen. Verarbeite deinen Studienalltag, indem du dich austauschst oder in der Form von Memes. Memes sind fester Bestandteil der Internetkultur und du wirst ihnen im Studium nicht entkommen können. Und zum Schluss noch ein besonders wichtiger Tipp. Vergiss bei all dem Stress, der vielen Aufgaben und Deadlines nicht darauf, auch Spaß bei der Sache zu haben, für die nötige Ablenkung zu sorgen. Das Studium ist nicht alles im Leben und ein technisches Studium kann manchmal ziemlich vereinnahmend sein. Kümmere dich auch um den nötigen Ausgleich zu deinem Studium, beispielsweise in Form von Sport, Hobbys oder einem unifreien Tag pro Woche. Manchmal ist es auch besser einzusehen, dass du dir zu viel für ein Semester vorgenommen hast und es sinnvoller ist, sich von einer Lehrveranstaltung abzumelden. Das wird dir langfristig helfen, das Interesse an der Technik nicht zu verlieren und insgesamt gut durchs Studium zu kommen. Das waren nun also die 5 wichtigsten Tipps und Tricks, die wir dir für deinen Studienstart im IT-Bereich mitgeben wollten. Wir haben aber auch hier nochmal genauer bei den Studierenden nachgefragt. Seid nun also gespannt auf die Antworten. Also das Allerwichtigste ist das Interesse am Studium. Wenn das gegeben ist, dann ist der Rest zugegeben harte Arbeit, aber es lohnt sich. Sehr viele haben anfangs Zweifel und das ist auch vollkommen normal. Also gehört, glaube ich, dazu. Vielleicht eben durch die schwierigen Phasen immer mal durchgebeißen, weil es wird auf jeden Fall immer besser. Und definitiv, je weiter man kommt, desto sicherer fühlt man sich auch in dem Ganzen. Und man wird eher mehr bestärkt noch in seiner Studienwahl. Sie würde sagen, was man fürs Studium wirklich braucht, ist eine gute Gruppe, mit der man gemeinsam lernen kann. Weil damit kann man sich gegenseitig unterstützen und das hilft wirklich enorm. Also ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist am Anfang eben Studienkollegen, Lernkollegen suchen auf der Uni, weil Studieren macht alleine keinen Spaß. Ins Lernzentrum soll man gehen, andere Leute treffen. Man wird anfangs Leute brauchen, die zusammen mit einem die Kurse machen, weil sonst wird Analysis, numerisches Rechnen, lineare Algebra nicht so lustig. Also kann ich nur empfehlen, sucht euch Lerngruppen. It's always important to take a break. When you're studying, to talk with somebody, to learn in pairs, for example, to find a learning buddy. Because if you are pushing yourself alone, then it's manageable, but it's really easier to push somebody else, and then this person actually pushes you to go somewhere and study. And like pairing up with somebody, it's quite important, I would say. Sonst kann man sich natürlich auch immer an die Studienvertretung wenden. Es gibt sehr viele Channels, Discord und so weiter. Da hat man geholfen, einerseits mal eine gute Kalenderführung, also alle Deadlines, die man irgendwo hat, in einen Kalender einschreiben, damit man auf jeden Fall weiß, zumindest was sind in den nächsten Wochen die Sachen, die abgegeben werden müssen. Vorlesungen draufschauen. Also in diesen 2 Semestern habe ich schon einige Vorlesungen nicht angeschaut, was dazu beigetragen hat, dass ich nicht wirklich viel Ahnung habe vom Stoff und einfach Schwierigkeiten hatte, um das alles nachzuholen. Also empfehlen würde ich einfach sehr, Vorlesungen anzuschauen und wirklich mitzumachen. Wirklich dranbleiben, dass man Sachen übt. Gerade auch Programmieren ist zwar nett, wenn man sich das Ganze theoretisch anschaut, aber wenn man es nicht angreift und ein bisschen um und um probiert jetzt mit diversesten Sprachen, dann wird man es nie wirklich anwenden können. Das Wichtigste ist, dass man wirklich eine Freude hat, dabei Probleme zu verstehen und zu lösen. Try write as many programs as you can. Try and fail writing these programs and learn from the errors that you get. Errors are the most important thing you need to understand. Vergleich dich nicht mit anderen. Es kommen auf der TU so viele Leute zusammen mit verschiedenen Hintergründen, Ausbildungswegen, Abschlüssen. Und es wird immer jemanden geben, der besser ist als du. Und du bist einfach mittendrin und vergleich dich nicht mit anderen. Geh deinen eigenen Weg. Also eben mit anderen sich zu vergleichen, gerade wenn man unterschiedliche Ausgangsbasis hat, ist sehr schädlich, weil dann merkt man eben, wenn die anderen das schon besser können, dann merkt man erst, wie wenig man im Vergleich kann, obwohl es an sich genommen ja eigentlich auch schon viel ist. Das Wichtigste ist wohl gerade am Anfang, wenn man relativ wenig Erfahrung mit der Informatik hat, sich mit den Konzepten ordentlich auseinanderzusetzen, sich die Zeit nehmen. Die Tutoren nerven mit allen Fragen, die sie habt.
weil ich bin auch selbst Tutor für ein paar Fächer und es kommt immer wieder vor, dass man halt beim Abgabegespräch dann auf Sachen draufkommt, wo man so denkt, erst hättest du das eine Woche vorher gefragt, hätte man da doppelt so viele Punkte eintragen können. Ich würde auch sehr empfehlen, zum Ersti-Tutorium zu gehen. Da lernt man viele andere Erstis kennen und auch mit den Tutoren, die aus den höheren Semestern sind, kann man dann gut reden. Man sollte die Nerven bewahren, das ist auch noch ganz wichtig. Und ansonsten einfach probieren, möglichst gut dabei zu bleiben, mitzulernen und damit halt sein Bestes geben.